Fisch, grausaugenden, schierschauenden, Schachtel, zodigen, heuwangenden Weiber. Hui, jo, jo, idi. Magst mi du nicht? Mag i dich? Nein! Was ist los, Leute? Ja, dann mal da, was ist denn da los? Oh Gott, Lava. Nein. So, ich dachte, du wärst wieder in eine Schlucht gefallen. Nö, fast wegen. Ja. Nein, Lava wäre ich nicht gefallen, aber. Also, ein Baum abzubauen mit Serverlecks, das ist. Oh ja, ja, das ist leicht. Das ist leckig. Und vor der Lava zu stehen, ist noch schlechter. So einen richtig schönen 2x2 Fichtenbaum hier. Ja, wunderbar. Oh Leute, ne, das geht ja gar nicht. Aufnehmen. Leiter! Warum kann ich Leiter! Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 20 Uhr. Noch genug Zeit, um ein bisschen Terraforming zu machen. Ja, ich mache hier die ganze Zeit Strip-Minding. Ah, ja, Terraforming? Wie läuft's? Oh, ja. Wie läuft's mit der Burg? Schon angefangen. Na, das. Muss ja. Also. Die Frage ist natürlich, wie viel mache ich von der Burg 1:1 nach, weil ich schätze mal der Berg. Der Leute, ich sag euch eins, Let's Play mit Freunden, Folge 1000, die Jubiläumsfolge. Kevin fängt an, den ersten Stein für seine Burg zu setzen, vorher macht er Terraforming. Ja, ich sag die ganze Zeit, ich mach Terraforming und so weiter und dann verirre ich mich in der Mine, bla bla bla. Man kennt's halt. Oh ja. Ach, super. Ich bin da gerade richtig. Oh, Leiter. Schöner Gesang. Wahnsinn, gell? Ich bin unglaublich. Ich würde so gern mit dir einstimmen, aber meine Stimme will's einfach nicht. Also, ich brauche. Geil. Ihr raucht zu viel. Ja. Aber wisst ihr, was vorher das Problem war, als es so extrem gehackt hat? Währenddessen hatte ich gerade gegen einen Zombie gekämpft. Oh mein Gott, das ist ein Zombie, sag ich. Skelett, meine ich. Du hast mich jetzt gerade auf eine geile Idee, nicht Idee, aber geile Erinnerung gebracht. Und zwar, ich habe mit einem Kollegen zusammen Minecraft damals gespielt. Und bei dem war das so, dass. der ist vom Zombie erschlagen worden auf meinem Laptop. Und bei dem ist das noch nicht passiert und dann habe ich ihm gesagt, voller Blut? Ja, so in etwa. Nein, er wurde schon getötet und bei ihm auf dem Server war durch das Laggen nichts davon zu spüren. Und dann hat er gesagt, kannst du in die Zukunft sehen? Ich bin gerade gestorben. Was? Das ist natürlich sehr schön. Das gefällt, da muss ich sagen, ja, ist genau meine Art von Humor. Das gefällt. Es ist wirklich so passiert, also da Morris 2 dran mich bei dem ich gerade erzählt habe. Alter, schon wieder Lags ohne Ende. Ja, bei mir auch gerade. Ach Gott, warte. Ist denn jemand am Grund? Ich bin gerade unterirdisch. Ja, ich auch. Eigentlich müssten die Ressourcen alle da sein. Ich baue tatsächlich gerade nur ganz normal an meinem Kirchturm hier. Also Nitrado, wir nehmen das wieder zurück mit dem Lob für die Performance eurer Server. Das ist einfach scheiße. Entschuldigung, ist so. Also ich würde mal sagen, das hat seine Gründe, warum das auch günstiger ist als der andere Server. Irgendwo muss ja gespart werden, ne? Ja, dann geh doch zu Netto. Ja. Geh doch zu Netto. Ja. Oh je, da will ich nicht hin. Unglaublich. Ah, da ist der Stein auf einmal wieder da und ich stehe ihn woanders. Was soll das? Leute! Es geht ja gar nicht, echt jetzt. Ich stell mir gerade vor, wie du gerade die Arme in die Luft schwingst und dann Leute schreist. Ah, das geht dann da bitte. Leute! Ja, ich hab. Aber. Du bist gerade am Beten. Ja, ich bin hier gerade am Girl. Am Beten.
Nee, wir haben doch da den schönen Vorschalter, den wir gebaut haben. Leiter. Genau. Ja, ich bin demnächst auf die. Sag mal, haben die Tier. Haben die Mojang die Tierstufe runtergesetzt weiter? Ja. Was? Oh Gott. Minus 64. Minus 54 habe ich gehört. Oder also jetzt nicht mehr auf 12. Nö. Oder ihr habt doch das Deep Dark jetzt, Digga. Ja, aber ich habe mir gedacht, da gibt's auch welche. Also nur noch so weit unten oder was? Ja. Deshalb finde ich auf meinem privaten Account kein. Naja. So. Wahnsinn. Secrets Horst, die Singleplayers explain. So. Jawohl. Wie findest du eigentlich unsere Intros mit Leiter? Ich find's mega cool. Aber mir ist irgendwie ein bisschen peinlich, weil es ist ja so, dass ich habe mir das so angewöhnt, ja, damals, und ich sag's immer wieder so eigentlich unabsichtlich, ja. Aber es ist dein Markenzeichen, du solltest es zu deinem Markenzeichen machen. Genau. Ja, aber ich habe mir das damals schon angewöhnt, als ich das erste Mal, ich glaube, da könnt ihr die ersten Folgen an meinem Kanal überhaupt sehen, da habe ich damit schon angefangen, ich weiß nicht warum, aber Wahnsinn. Ich glaube, deine ersten Worte auf deinem Kanal waren Hallihallo, liebe Leiter, ja? Also, genau, ja, wirklich, so war es, ja. So war es wirklich. Ah, Hacki Hack. Ja, ja, und wie? Hier ist gerade, hier geht Magic ab. Also in 10 Minuten mache ich Pause kurz, dann mache ich meine Milchtrinkpause, Leute. Milch trinken, ja, das ist ein Insider, müsst ihr wissen. Ja, ja. Das heißt das wahrscheinlich speziell. Das heißt was ganz Spezielles, ja. Ja, weil wir wollen ja hier verantwortlich sein, hier schauen genau. Ja, unerlaubterweise schauen hier Kinder zu. Wir haben extra gesagt, dieses Let's Play ist nicht für Kinder, verpisst euch, ihr Scheißplagen. Und... Ja, das haben wir so gesagt. Aber die Blagen können ja heutzutage einfach nicht mehr hören, ne? Verdorben von YouTube und solchen respektlosen Let's Playern und Arschkrampen, gehen sie einfach her und ignorieren, was Erwachsene sagen. Oh, Hansel! Ich muss ganz weit nach unten. Und das sage ich, obwohl hier eine Handvoll minderjährige Mitspieler vorhanden ist, jawohl. Eine Handvoll. Noch. Ja. Genau zu sagen, drei. Drei? Du bist hier drei? Aber das wird sich ja auch bald ändern. Ihr werdet ja auch bald großjährig. Ach ja. Großjährig. Relativ bald, naja. Ja. Ich habe keine Leitung. Nein. Das ist jetzt ein Spaß. Leute, ich kann nichts mehr machen. Ich habe keine Leitern mehr. Ich mache gleich eine ganz kurze Pause. Der Horst, die will ja auch eine Milchtrinkpause machen. Will vielleicht noch jemand von euch eine Pause machen? Ja, tatsächlich. Ich kann schlafen. Denn dann könnten wir einmal vielleicht den Server neu starten und mal schauen, ob das irgendwas ändert. Das wäre tatsächlich gar nicht schlecht, ja. Ja. Aber ich muss ganz kurz noch da mal mich rausarbeiten hier. 2 von 5 Player sleeping. Wartet kurz. So, nö, überhaupt nicht. Okay, wird gemacht. Wartet mal kurz, ich bin da gerade. 1, 2, 3. Ja. Du bist da gerade? Ja, grade? Genau, schief, gerade schief. Was? Ich muss wieder rauf. Oi! Alter, ich baue mich komplett nach unten, das wird so komplett... Ich habe gerade meinen Fallschaden wirklich 5 Sekunden zu spät bekommen, das ist... Ja, ich auch. Das ist super. Schon öfters, ja. Ja, hier wird gerade Gravel absolut, Scheiße. Ja, es macht Spaß, dem zuzugucken, wie er sich abbaut und aufbaut und abbaut und aufbaut und abbaut und aufbaut. Ich merke es gerade selber wieder, ja. Ein Wahnsinn, ihr Lieben! Aufbaut und abbaut und aufbaut. Und abbaut und aufbaut, das machen alle mit. Und abbaut und aufbaut und ich mach den Beat. Tuts, 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 tuts. Abbaut und abbaut und abbaut. Ja, und wenn wir nicht synchron sind, dann kommt das wegen der Server-Lags. Genau. Alles Nitrado schuld, ja? Genau. Ja, Nitrado ist schuld. Was du machst, Nitrado? Das gibt er ja nicht, gell? Nitrado, gib mir mein Kohle zurück. Da. Ja. Wie war das noch? Nitrado, halt dein Schnauze, Leistung fehlt.
vielleicht. Ja, dann musst du den Server halt nicht auf Celeron oder so Ebene oder Ressourcenebene machen, sondern auf ein i9 vielleicht. So, also ich wäre bereit für meine Milchtrinkpause, ihr Lieben. Ich wäre auch bereit. Ein bisschen verfrüht halt, mein Gott, ist ja nicht so tragisch. Machen wir alle mein Pause. Mein Bierchen ist noch immer halb voll, das geht ja gar nicht. Ach, Nico ist leer. Überhaupt nicht dabei. Nico? Ich bin da, ja. Nico, machst du Pause? Ich bin da, mein Lieb. Ich baue gerade einen Wähler. Ein Wähler? Ja, cool. Kannst du kurz Pause machen? Ja. Und dich ausloggen? Denn sonst wirst du bald da ausgeloggt. Ja. Alles jo. Klar, ihr lieben Leute, das war's erstmal. So. Ja. Von meiner Seite auch und ich sage mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Game over und ciao. Da kann ich mich nur anschließen. Also, ja. Ja, hallo, liebe Leiter von heute. Ich bin wieder da. Jetzt hoffen wir mal, dass der Server jetzt ein bisschen stabiler läuft. Der Server. Ja, Nitrado, also das ist ja wohl irgendwie, ne? Kundenverprellung nenne ich das, ne? Wenn man so viel Lob bekommt. Also, ich bin jetzt dann gar nicht mehr so zufrieden mit Nitrado, aber wir werden mal schauen. Vielleicht war das ja nur ein kurzfristiger Schluck auf des Servers, wer weiß. Wir schauen mal. Ich mache hier einfach mal weiter mit meinem Strip-Mining. Ja, jetzt gerade nicht, sondern ich grabe hier den Krawel aus. Der Herr Kittenkurmler hat mal wieder seine Aufnahme nicht gestartet, aber da will ich mich ja gar nicht irgendwie drüber lustig machen. Will ich sowieso nicht, aber kann ich auch gar nicht, weil... Wow. Irgendwas krapperte hier eben und ich habe keinen Bock drauf. Ja, mir ist es ja jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Punkt. Ah, wer ist dann wieder da? Ja. Der Kevin. Ja, der Kevin schaltet sein Mikrofon nicht ab, wenn er Pause macht. Habe ich gerade so festgestellt. Haut dann einfach dagegen und man kriegt dann erstmal so einen Ohrenschock, Digga. So, dann wollen wir mal schauen. Ich habe gerade den lieben Zuschauern erzählt, dass Nitrado sich jetzt hier nicht gerade beste Freunde gemacht hat, ne? Aber vielleicht, ach, es blockiert schon wieder. Die Blöcke entstehen schon wieder von... Alter, ne? Ich glaube, momentan sind nicht mal zwei Leute auf dem Server. Und das Kackding macht schon Probleme. Drei. Drei sind drauf. Okay. Ja. Da ist es letztes Mal mit den Vieren eigentlich besser. Oder letztes Mal haben wir drei drauf. Ja, genau. Ach, ich krieg das hier schon alles durcheinander. Ich krieg gar nicht mehr. Ich werde meine Vendetta gegen Nitrado dann im Singleplayer weiterführen, wenn ich alles weiß. Wer ist denn jetzt alles auf deiner persönlichen Todesliste? Ja, genau, Feindesliste. Ach, das kannst du gar nicht sehen. Na, das ist so, wie wenn der komische Wachroboter da in Underworld immer sagt, schätze Bedrohung ab und ich sage, das kannst du gar nicht, Vögel. Diese Bedrohung kannst das, du gar das nicht. Das ist ab. So geil. Das ist so geil. Ja. Ach, das. Übrigens, nächste Aufnahmesitzung wird es dann wohl passieren, ne? Hauptqueste. Juhu. Beziehungsweise Buhu, weil. Ja, dann kommt ja noch Brotherhood of Steel eine ganze Menge. Ich weiß ja nicht, wie umfangreich das ist. Also, ja, aber hat auch repetitive Quests. Also ich weiß nicht, ob du die, wie lange die du mitmachen willst. Wir werden sehen, ne? Also wenn es nervt, ja. Ne? Also eigentlich Ockenversorgung und so weiter und Stimpack sammeln ist ja auch repetitiv, ne? Ja. Ich habe jetzt übrigens fast 100.000 Ocken, also ein Goal ist erreicht. Ja, und also momentan, also ich habe es jetzt geschafft, da bis auf, ich glaube, 5 oder 6 Lokationen im im Ödland halt alles abzufrühstücken. Wo habe ich jetzt meinen Crafting-Tisch gelassen? Ich, totaler Honk. Ja, die Leute von heute sind wahrscheinlich alle noch in der Pause. Ich glaube, ich habe meinen Crafting-Tisch verloren durch die ganzen Kacklegs. Ja, der Kevin haut da die ganze Zeit gegen das Mikrofon. Das wird Pegel geben. Das ist einfach nur auf diese Art und Weise mache ich das an und aus. Also.
Ach so. Ja, nö, ich mache das aus und an in der Discord-Anwendung. Da gibt es ja einen kleinen netten Button, wo man draufklicken kann. Und der bringt dann nämlich nicht solche Pegelspitzen an den Start. So. Ja, das ist einfach Crisp oder wie das heißt? Nein, es gibt doch einen Button oder zum Ausschalten. Es gibt doch einen Button zum Ausschalten des Mikrofons und des Kopfhörers. Kennst du den noch nicht? Ja, in der Discord-Anwendung. Warte mal, ich muss mich hier kurz abschützen. Was? Du kannst das gar nicht abschätzen. So, mein Inventar ist voll. Leute, ich kann nichts mehr aufnehmen. So. Nimmt dann auch alles auf, wo ich dran erinnert werde gerade. Benutzereinstellungen, wahrscheinlich Sprach- und Videochat, ne? Nein, da unten, wo dein... Warte mal. Da unten, wo dein Benutzername ist. Ja. Wo du auch umschalten kannst, ob du online sein willst, also ob du online erscheinen willst oder schlafend oder sonst was. Daneben gibt es ein Symbol eines Mikrofons, eines Kopfhörers und eines Zahnrades. Klickst du auf das Mikrofon, wird das Mikrofon durchgestrichen, es macht pluik und du bist raus. Mhm. Klickst du auf den Kopfhörer, mutest du alles die anderen, aus, wenn sie dir auf den Sack gehen. Nee, dann mutest du die anderen, wenn sie dir auf den Sack gehen. Ich glaube, das Mikrofon geht dann auch aus. Ja, stimmt. Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall, so kannst du dich nämlich ausschalten. Oh, ich glaube, ist gerade Nacht. Niemand antwortet. Hallo, was, hallo, ich bin schon wieder da, Leute. Ist gerade Nacht? Maybe. Ah, ich stell mal auf Tag. Warte. Ich bin ja rausgegangen. Übrigens, die Lags sind nicht weg dadurch, dass wir rausgegangen sind. Okay. Ja, so, ich bin auch wieder da. Hallo. Herr Kippenkurm da. Ja. Ja, ich musste mal die Zeit auf Tag setzen, weil mir niemand sagen konnte, ob Nacht ist oder nicht. Ich habe gerade dem lieben Kevin versucht zu erklären, wie man das Mikrofon abschaltet, ohne am Mikrofon den Schalter zu betätigen, was immer bei ihm zu einem tierischen Bomb führt und somit meine Ohren sprengt. Bulli, join the game! Yeah! Welcome back, Horsty! Ja, ich kiss my Face! Mit Facecam! Das Problem an diesem ist, vielleicht vergesse ich das und so weiter, deswegen fände ich so eine so ein Shortcut oder so ähnlich. Also ich habe meine Aufnahme wieder gestartet, ich bin wieder da, herzlich willkommen ihr lieben Leute von heute und der nächsten Folge von Far Cry 3. Ja, Far Cry 3. Minecraft 3 heißt das. Nein, ich begrüße euch herzlich zu Far Cry 2. Genau. In Afrika. In Afrika. Spielt ihr auch in Afrika da Far Cry 3, wirklich? Nee. Far Cry 3 spielt irgendwo in der Karibik, wenn ich das richtig sehe. Bin mir da aber nicht sicher. Sieht eher karibisch aus. Es sieht nicht so aus, als wäre da als würden da Elefanten rumlaufen. Nö, aber noch mal I'll bless the rains down in the... Und ich würde mal sagen, dass Far Cry 3 sieht nicht so gelb aus, so... Also die Gräser. Das ist ja diese Bräunlichkeit. Ich habe jetzt allerdings da ja eine Shader-Geschichte drauf, also so eine Grafikmod, die halt das Braun so ein bisschen rausgenommen hat. Ja, aber es ist im Grunde genommen immer noch da, oder es liegt vielleicht daran, dass ich das so von Anfang an kenne und so weiter, weißt du, so... Das könnte man jetzt auch über die AfD sagen, ne? Das Braune wurde so ein bisschen rausgenommen, aber ich kenne es jetzt irgendwie schon so von Anfang an. Ne? Oh, Alter. Ah, Alter. Ein Wahnsinn, sowas. Ja. Ich habe eine Frage. Ich rätsel die ganze Zeit schon herum. Haben Sie die riesigen Steine abgeschafft? Nö. Wie machten die dann? Indem man die Ziegel, die Steinziegel nochmal durchbrät. Steinziegel. Ja. Okay. Also du brennst ja Bruchstein. Warte mal. Wie funktionierte denn das nochmal? Oh Gott, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Wie klein die Höhle doch ist. That's what he said. Oh Gott. 1, 2. Das war jetzt schlimm. Honk. Ja. Wo mache ich meine Offen?
Ist ja fast noch schlimmer als der Hupentorgler. Hupentorgler. Aber stimmt wirklich, ich kenne Männer, die größere Brüste haben als ich. Ich habe ja noch keine. Also ich habe so wirklich so, ich bin so richtig so flachbrüstig. Das ja, kann du hast einen kennengelernt vor einem Monat. Du solltest dich nicht selber verraten, Kollege. Ich sag ja nicht, was deine Besonderheit ist. Also wenn du das jetzt verraten willst, dann ist das dein Ding. Aber ich glaube, in der 1000er Folge an Gesichtsumfang hat man schon gesehen, was die Superpower des Kevin ist. Go, go, Power, Kevin. Ja. Ja, na, solange ich nicht die McDonald's-Karte auswendig kenne, ist alles gut. Kennst du nicht? Nein. Also ich habe dieses Lied damals so cool gefunden, dass McDonald's ist einfach gut. Alter, jetzt macht er hier Werbung. Wir kriegen hier noch einen Claim. Ey. Disclaimer. Stimmt, er hat mich voll. Ach du, oh mein Gott. Ach du, oh mein Gott, Wahnsinn. So, irgendwie habe ich jetzt komplett überbrückt. Das ist auch eine geile Variante, wie man das sagen könnte. Habe ich genügend Galle? So, hier 32 rein. Das ist noch gut aus. Da 32 rein. Nein. Ja, ich muss gerade ein bisschen rumprobieren hier an meiner Kirsche, ja. Ja, nee, das wäre aber böse, da sieht das noch gut aus. Also so bin ich noch nicht, also sorry, nee. Nee, so sollte man ja auch nicht sein. Nee. Ich brauche ein Schweinschneider brauche ich, so Steine, normale, okay? Du kannst einen haben, wenn du einen haben willst. Ein Schweinsteiger, den kannst du gern haben, ja. Ja. Der Schweinsteiger, der kann mich mal gern haben. Wahnsinn, sowas. Der Karibik? Was? Jetzt bist du so weit, weit weg.